Kultur des Teilens. In diesem Themenschwerpunkt fragen wir uns vor allen Dingen, welche Strukturen und Teils helfen eigentlich Lehrenden an Schulen, aber auch an ganz anderen Lernorten, an außerschulischen Bildungseinrichtungen beim Teilen von Wissen, Erfahrungen, Ideen und ganz konkret Bildungsmaterialien? Und welche Strukturen und Tools sind vielleicht eher hinderlich? Mein Name ist Miriam Menzel, ich gehöre zum Team der Werkstatt BPB. Ich werde heute unter anderem unterstützt von vier unsichtbaren Kollegen. Das ist zum einen André Nagel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist zum anderen mein Kollege Matthias Strüving, der mich technisch unterstützt. Und das sind die zwei Kollegen Lilly Österreicher, die für mich den Twitter-Kanal der Werkstatt mit im Auge behält und mich sozusagen beim Hereinlaufen neuer Fragen unterstützt. Und das ist Roman Herzog, der ebenfalls, Roman Talk, der für uns ebenfalls in den sozialen Medien aktiv ist. Neben den vier unsichtbaren Kollegen gibt es einen sehr sichtbaren Experten, das ist John Weizmann. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diesen Webtalk gewinnen konnten. Er ist Urheber- und Medienrechtsexperte und wird sich jetzt noch mal kurz selbst vorstellen. Ja, herzlich willkommen. Ja, mein Name ist John Weizmann. Ich bin Rechtsanwalt in Berlin und vor allem im Bereich Urheber- und Medienrecht unterwegs und mache das Ganze bei iRights Law und nebenbei bin ich allerdings auch ehrenamtlich, das habe ich gerade verheddert, für Creative Commons Deutschland zuständig, zumindest für den rechtlichen Teil davon, und im Zuge dessen bin ich natürlich immer wieder mit dem Thema OER befasst und soll dann dazu was sagen, und in dem Fall hoffe ich heute, dass ich auch ein paar hilfreiche Hinweise geben kann, und das ist so mein Hintergrund. Genau. Vielleicht ganz kurz ergänzend, weil John Weizmann schon das Wort OER genannt hat. OER ist eine Abkürzung für Open Educational Resources, freie Bildungsmaterialien. Darauf werden wir heute wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle zu sprechen kommen. Wenn man im Internet sucht nach Schlagworten wie Teilen, Lizenzen, Urheberrecht, dann kommt man sozusagen um John Weizmann und einige seiner Kollegen von iRights Law kaum herum. John, möchtest du noch ganz kurz ein bisschen mehr zu iRights Law sagen? Nur für die, die es noch nicht kennen. Ja, iRights Law ist sozusagen die Kanzlei-Extension von iRights, dem Projekt, was es schon seit 10 Jahren gibt. iRights Info ist die Website. Eigentlich hervorgegangen aus einer Förderung des damaligen Verbraucherschutzministeriums als Verbraucherinformationsdienst und ja, über die Jahre so ein bisschen zur Instanz geworden. Aber weil entsprechend in einem ganz normalen Webprojekt keine Rechtsberatung gemacht werden darf, haben wir uns irgendwann entschlossen, eine Kanzlei dran zu hängen, und die ist insofern also auch unabhängig von der iRights Redaktion. Die Redaktion ist auch sehr darauf bedacht, dass sie unabhängig von den anderen iRights Einheiten zu sagen. Ja, und seitdem wir diesen Schritt gegangen sind, vor 2 Jahren, gibt es uns so als Kanzlei nebendran. Dankeschön. Dann will ich ganz kurz was zum Vorgehen sagen bei unserem Webtalk zu den Themenblöcken und wie Sie sich hier auch beteiligen können. Ich habe die Themenblöcke hier auch schon in unserem Diskussionskanal aufgeführt. Im ersten Teil wollen wir uns ganz kurz 5, 7 Minuten mit der Frage beschäftigen, ja, privilegiert oder nicht, warum sollte sich der Bildungsbereich überhaupt mit Urheberrecht beschäftigen müssen. Im zweiten Teil, und das wird der Schwerpunkt sein, wollen wir uns unter dem Motto "So geht das", sowohl mit Ausrufezeichen als auch mit Fragezeichen zu verstehen, mit ganz konkreten Fragen beschäftigen, die User in den letzten 2 Wochen schon einreichen konnten über ein sogenanntes öffentliches Online-Dokument.
Und es sind auch in den letzten Minuten und Stunden kurz vor dem Web-Talk noch ein paar Fragen eingelaufen. Wir versuchen, so viele wie möglich heute zu berücksichtigen. Sie können auch jetzt im Chatroom noch neue Fragen einreichen. Ich habe schon John gefragt, wenn wir heute einige der Fragen nicht schaffen, dass wir die vielleicht hinterher noch beantworten, dann in schriftlicher Form. Wir wollen uns also für diesen zweiten Block möglichst viel Zeit nehmen und in einem dritten Block nochmal auf die Frage zu sprechen kommen oder auf den Ausruf, unter dem Ausruf nur Mut. Wie können Lehrende jetzt eigentlich ermutigt werden, Bildungsmaterialien, Erfahrungen, Wissen, Ideen auch online zu teilen? Und da habe ich John einfach nach seinen oder John Weizmann nach seinen Top 3 Tipps, Hinweisen, Links gefragt. Genau, und dann hatte ich schon erwähnt, man kann sich also einschalten hier über den Chatroom. Es kommen auch immer mehr Leute dazu und wir werden auch parallel auf Twitter einige der interessantesten Ideen, Äußerungen, Fragen, Kommentare mit ausspielen wieder. Und Sie sind herzlich eingeladen, weitere Fragen, Ideen, eigene Kommentare mit zu twittern, auch auf Facebook gerne. Der Hashtag zu diesem Webtalk ist einfach EduTalk15. John, dann frage ich dich gleich mal, in den ersten Themenblock springend, der Bildungsbereich ist doch eigentlich wahnsinnig privilegiert. Man kann sagen, das Urheberrecht ist doch so ein starkes Schutzrecht. Jeder Macher eines Bildungsmaterials müsste sich doch total abgesichert fühlen. Ich will nur noch eine zweite Sache nennen. Gerade im März 2015 ist ein Bericht der Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes zu Open Educational Resources erschienen, mit der Empfehlung, ja, Rechtssicherheit bei der Lizenzierung von, du hast es vorhin schon erwähnt, OER zu verbessern. Also es gibt anscheinend starke Interessengruppen, die sich einsetzen für klares Lizenzrecht im Bildungsbereich. Vielleicht mal deine Top 3, warum ist der Bildungsbereich gefährdet oder auch nicht? Warum sollte sich dieser anscheinend irgendwie privilegierte Bildungsbereich überhaupt mit dem Thema Urheberrecht befassen müssen? Ja, zur Frage. Privilegiert ist Bildung als Zweck sozusagen, als Nutzungszweck von urheberrechtlich geschützten Inhalten eigentlich schon immer. Und natürlich aus gutem Grund, weil Bildung als öffentliche Dasein, als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sozusagen einen Sonderstatus hat gegenüber, sagen wir mal, jeder x-beliebigen kommerziellen Nutzung oder auch der Privatnutzung. Und insofern gibt es rechtliche Privilegien und ich würde auch nicht von einer Gefährdung sozusagen der Bildung sprechen an der Stelle, sondern worum es geht oder worum es bei den Bildungsmaterialien geht, bei den Open Educational Resources oder freie Bildungsmaterialien oder offene Bildungsmaterialien, welchen Titel man auch immer nennen will, ist eigentlich eher, dass Dinge ermöglicht werden sollen, die heute einfach aufgrund verschiedener gewachsener rechtlicher Konstrukte so nicht möglich sind, die allerdings möglich wären auf Basis der heutigen sehr weit verbreiteten Vernetzung und auch in den Schulen inzwischen überall zu findenden Vernetzung. Und vieles, was das möglich machen würde, ist nicht möglich oder zumindest nicht ohne weiteres möglich aufgrund der Standardregeln des Urheberrechts. Und was diese freien Materialien versuchen, ist einen Weg zu gehen, ohne jetzt das ganze System Urheberrecht oder so in Frage zu stellen, die Materialien freier nutzbar zu machen und auch freier übers Netz und zwischen vernetzten Teilnehmern sozusagen nutzbar zu machen. Und das ist im Grunde insofern kein Notstand der Bildung. John, vielleicht kann ich hier schon mal kurz einhaken. Was sind denn so, du sagst, bestimmte Dinge sind nicht möglich. Also andererseits haben wir ja irgendwie ein klares Portal, schulbuchkopie.de. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, wir werden uns ja gleich noch konkrete Fälle angucken, konkrete Fragen, aber kannst du schon mal so ein, zwei Beispiele einfach nennen, an denen sehr, sehr offensichtlich wird, dass das Urheberrecht in vielen Fällen für den Bildungsbereich ein Problem darstellt? Genau, das Urheberrecht stellt letztlich immer dann ein Problem dar für die Bildungseinrichtung, wenn es über die Grenze der Klasse oder der Schule im besten Falle hinausgeht. Also wir haben innerhalb der Schule
diverse oder für den Gebrauch von Material innerhalb der Schule diverse Ausnahmeregelungen, wo geregelt ist, dass eine bestimmte Menge von Seiten eines Buches beispielsweise vervielfältigt werden darf, um es der Klasse als Klassensatz zur Verfügung zu stellen. Und es gibt eine eigene Ausnahmeregelung für Schulfunksendungen und es gibt also diverse über die Jahrzehnte ins Urheberrechtsgesetz geschriebene Ausnahmeregelungen. Aber die sind im Grunde, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, eben auf diesen Bereich der Schule, den physischen Bereich der Schule und die enge Verbindung in der Klasse oder in der kleinen Gruppe ausgerichtet. Und das, was das Internet oder was viele Dienste im Netz oder viele neue Lernmethoden ermöglichen, sind halt ist der Austausch über Schulgrenzen hinweg. Und in dem Bereich sind diese Ausnahmen für den Bildungsbereich sehr, sehr eng oder auch, man könnte sagen, fast nicht vorhanden, was dazu führt, dass, wenn man das machen will, man sich zumindest nicht auf diese Privilegien aus dem Gesetz berufen kann. Und dann wird versucht, jetzt im Fall von Open Education Resources, über Lizenzen das zu ermöglichen, was vom Gesetz her nicht vorgesehen ist, erstmal. Also als Beispiel, du hast ja eben noch gefragt, ein Beispiel, also ist zum Beispiel das ganze Material, was für den Unterricht in Schulen gemacht wurde, sprich das genuine Schulmaterial, darf definitiv nicht über die Schulgrenzen hinweg geshared werden, geteilt werden, durch irgendwelche Gruppen von Lehrern untereinander oder solche Dinge. Das ist nicht vorgesehen, da gibt es also extra strenge Regeln für. Und das behindert natürlich, je nachdem, wenn man auf dieses Material zugreifen will, rechtlich ganz klar, was man machen kann. Du hast jetzt über den Bereich Schule gesprochen, aus dem wir auch sehr viele Fragen bekommen haben. Da werden wir gleich im zweiten Themenblock drauf eingehen. Trotzdem nochmal die Frage, wie sieht es denn in anderen Bildungsbereichen aus, an außerschulischen Lernorten, vielleicht auch an der Universität? Viele sagen ja, ach, das meiste, was ich hier brauche, ist durch das Zitatrecht abgedeckt. Was antwortest du solchen Leuten? Haben die vielleicht doch auch ein Problem oder warum sollten die sich mit dem Thema Urheberrecht beschäftigen? Ja, also die Bereiche jenseits der Schule, also der Bildungsbereich Universität, aber noch mehr der Bereich lebenslanges Lernen, kommen eigentlich immer weiter weg von diesen gesetzlichen Privilegien. Das heißt, die werden immer schwächer. Es wird immer weiter, also die Nutzbarkeit der Materialien, die freie Nutzbarkeit wird immer weiter eingeschränkt, je weiter man sozusagen von der Grundschule sich entfernt. Und das ist insofern ein Problem, weil das Zitatrecht, was du eben genannt hast, wirklich auf den Zweck des Zitats ausgerichtet ist. Der Zweck des Zitats ist eine eigene Meinung, ein eigenes eine Aussage über irgendetwas, über das, was jemand anders, oder nein, über einen bestimmten Zustand, zum Beispiel über eine Rechtsmeinung oder über ein Forschungsergebnis zu belegen mit einer Quelle. Und nur in dem Umfang darf ich auch diese fremde Quelle dann teilweise kopieren, übernehmen, also ein Stück rausnehmen und zitieren. Ich kann nicht mit dem Zitatrecht hergehen und das gesamte Skript einer Vorlesung zum Beispiel freigeben und sagen, ich zitiere das jetzt hier. Das ist einfach jenseits des Zwecks des Zitats und damit nützt einem das an der Stelle nichts. Das heißt, man muss zurückgreifen, entweder naja, auf kommerzielle Angebote, man kann natürlich Material kaufen, was dann entsprechend für entsprechendes Geld eingesetzt werden kann. Es gibt auch manchmal bilaterale Verträge zwischen Bildungseinrichtungen und Verlagen zum Beispiel. Da ist vieles möglich. Aber es ist dieses freie Sharen zwischen Leuten, die einfach nur Teilnehmer der Kurse sind und solche Dinge, es ist ganz schwierig. Und gerade im weiteren Bildungsbereich und im lebenslangen Lernen noch mehr, weil man da nicht mal mehr diese Institutionen, Universität hat in der Regel, sondern man hat irgendwelche privaten Bildungsanbieter beispielsweise, die sich also noch weiter entfernen von diesem gesetzlichen Leitbild der staatlichen Bildungseinrichtung. Ja, während wir jetzt hier miteinander reden, laufen schon die ersten Kommentare in unserer Diskussionsspalte ein, unter anderem von Filmbildung. Soweit ich weiß, gibt es auch unterschiedliche Regelungen für den regulären Unterricht und den Vertretungsunterricht.
Oder das Bewusstsein um die Notwendigkeit von Zitaten ist meinen Schülern übrigens nur sehr schwer zu vermitteln. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Problem, aber wir merken ja selbst für gestandene Wissenschaftler ist, mal abgesehen von der Notwendigkeit, also die richtige Anwendung von Zitaten und was ist durch ein Zitat abgedeckt, eben auch ein Themenfeld für sich. John, wir werden da am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, aber hättest du jetzt schon mal einen Tipp, wer sich einen guten ersten Überblick über den aktuellen Stand dessen, was darf ich eigentlich an meiner konkreten Bildungsinstitution, sagen wir mal, ich bin Schullehrer, verschaffen will, hättest du schon mal einen guten ersten Tipp, wo man, weil du auch sagst, es verändert sich, es gibt immer mal wieder neue neue Rechtsprechung, neue Urteile, gibt es so eine Hauptseite, die du empfehlen kannst? Ist jetzt, ich sage das, Seite also und meine und denke online. Ja, natürlich. Also erst einmal kurz zu dieser Frage im Chat, dass man doch gleich alles kommerzialisieren kann oder alles freistellen kann. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Es gibt eben bestimmte Bildungsbereiche, die funktionieren mehr nach Marktmechanismen und es gibt andere, da funktioniert das überhaupt nicht. Also man kann nicht die Grundschulbildung kommerzialisieren, das geht nicht. Man kann aber sehr wohl, glaube ich, bestimmte Bereiche der lebenslangen Bildung kommerzialisieren, ohne dass das Ganze furchtbar schädlich ist. Ein Überblick über die für Lehrer und also für Lehrende allgemein, also Lehrerinnen und Lehrer, Entschuldigung, an staatlichen Einrichtungen. Also eine Quelle ist meistens der jeweilige Bildungsserver des Landes, also des Bundeslandes, zu dem die Einrichtung gehört. Da findet man in der Regel die aktuellsten Informationen des Kultusministeriums oder der Senatsverwaltung für Schule, je nachdem, in welchem Bundesland man ist. Und da findet man auch Verweise auf beispielsweise den Gesamtvertrag der Länder mit den Schulbuchverlagen. Und dieser Gesamtvertrag wird immer wieder überarbeitet, also alle 1 bis 2 Jahre. Und da steht dann ganz genau drin, wie viele Seiten aus einem Schulbuch darf ich kopieren. Darf ich die auf USB-Sticks verteilen oder darf ich die ins Intranet der Schule stellen? Ja, also das ist alles sehr detailliert geregelt und wenn man das also genau wissen will, ist das eine ganz gute Anlaufstelle. Also die Bildungsserver, die dann wiederum auf diesen Vertrag verweisen. Könntest du gleichermaßen auch noch etwas für Lehren an außerschulischen Lernorten und vielleicht auch für den Hochschulbereich benennen? Nicht so einfach. Also für die Hochschulen ist es schwierig, weil wir da auch nicht, da gibt es nicht diesen Verband der Schulbuchverleger, der den Partner darstellt für die Aushandlung der Gesamtlizenz sozusagen, was man darf und was man nicht darf. Deswegen ist es für die Hochschulen im Grunde nicht zu machen. Da sollte man sich, wenn, dann entsprechend, wenn man Professorin ist, Professor oder Lehrbeauftragter, an die Institution wenden, also an die Uni und sagen, was sind die aktuellen Informationen für uns und dann ist eigentlich das entsprechende Präsidium auch, hat die Aufgabe, den Bediensteten das mitzuteilen. Und für, sag ich mal, Mitarbeiter zum Beispiel von Gedenkstätten, hast du da irgendwie einen Einblick oder Mitarbeiter an Volkshochschulen, hast du für die noch einen Tipp oder andere Lehrende an anderen außerschulischen Lernorten? Das ist jetzt natürlich, wird dann immer diverser. Also da gibt es nur die allgemeinen Informationen, die sich an alle richten, die irgendwie auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten umgehen oder leistungsschutzrechtlich, gibt ja verschiedene Rechte. Da gibt es, also es gibt ein paar Broschüren, ich habe nachher ja auch noch diesen einen Verweis, das ist aber konkret auf OER bezogen, also auf diese bereits freigegebenen Materialien. Da stehen so ein bisschen auch die Fakten drin, was so allgemeine Rechtslage ist. Aber das ist schon natürlich sehr zugespitzt. Und wenn man jetzt weggeht von den OER als Thema, was ganz allgemein ist, habe ich jetzt so nicht verraten. Okay. Dann kommen wir nachher nochmal auf die Broschüren zu sprechen. Und ich würde jetzt in den zweiten Themenblock springen und Userfragen aufgreifen, Leser und Leserinnenfragen. Wir haben vor etwa 2 Wochen auf dem Portal werkstattbpb.de dazu aufgerufen, in einem öffentlich zugänglichen Online-Dokument Fragen einzureichen. Und wir haben die bis heute Mittag waren es, glaube ich, knapp 20 Fragen ein bisschen geclustert.
Und ja, das erste Cluster bilden Fragen zum Lernort Schule. Und ich würde die mal vorlesen und parallel hier in unseren Diskussions-Channel ziehen, beziehungsweise ziehen lassen. Die erste Frage kommt also anscheinend von einem Lehrenden und lautet: Wenn ich ein Dokument mit meinem Schüler online teile und dort sind urheberrechtlich geschützte Medien enthalten, muss ich dieses Dokument dann per Passwort vor der Öffentlichkeit schützen? Oder genügt es, wenn ich nur meinen Schülern die URL gebe, nicht aber der Öffentlichkeit? Also Sie sehen, das ist eine sehr konkrete Frage. Hättest du darauf eine möglichst konkrete Antwort, John? Und ich versuche währenddessen die Frage nochmal zum Mitlesen für alle in die Mitte zu ziehen. Also einfach nur die URL verteilen geht sicherlich nicht, weil das finden dann ja auf jeden Fall die ganzen Bots der Suchmaschinen und dann finden es auch irgendwann andere. Das heißt, das ist dann veröffentlicht definitiv. Wenn das Passwort geschützt ist, kann das okay sein, wenn die Gruppe wirklich entsprechend zur Klasse gehört, also wenn das nur die Klassenmitglieder kriegen. Da finde ich, ist es eher so ein praktisches Problem, dass man verhindert oder den Leuten, den Empfängern der Zugangsdaten irgendwie klar macht, dass das nicht für eine Weitergabe vorgesehen ist. Und das läuft halt oft schief. Also sowas, dann wird es halt doch weitergegeben und landet dann irgendwo. Da ist dann zwar in erster Linie der in der Pflicht oder in der Haftung, der das Ganze weitergegeben hat, also der Schüler oder die Schülerin. Aber natürlich ist das nicht so gut, die Schüler in so eine Situation zu bringen, wo ihnen das passieren kann, vielleicht auch aus Versehen, weil sie irgendwie über Social Media mit den anderen Klassenkameraden sprechen wollen. Und das, ja, insofern würde ich auch von diesem mit dem Passwort eher abraten, wenn es geht, aber es ist auf jeden Fall urheberrechtlich besser. Hättest du stattdessen eine Empfehlung? Was sollte der, die Lehrende stattdessen machen? Naja, es gibt Systeme, also es gibt Intranet-Systeme für Schulen, wo die Inhalte weniger leicht rauszuziehen sind oder das System weniger schnell verlassen. Das ist dafür natürlich eigentlich die bessere Wahl. Auch das ist nicht hundertprozentig sicher vor einem Leck sozusagen. Aber das wäre dann die Technik der Wahl. Auch das ist natürlich für den einzelnen Lehrer oder die einzelne Lehrerin schwierig. Das muss von der Schulverwaltung entsprechend ja auch angeboten werden. Ja, insofern ist man da ein bisschen auf Unterstützung angewiesen. Dann eine zweite Frage, die auch heute erst kurz vorm Web-Talk reingekommen ist. Deswegen weiß ich noch nicht, John, wie ausführlich du die jetzt ad hoc beantworten kannst. Unter welchen Bedingungen können Schulen Cloud-Dienste im außereuropäischen Ausland, wie zum Beispiel Google Classroom und so weiter, nutzen? Ja, dazu gab es kürzlich eine Untersuchung, ich glaube im Auftrag des Vodafone-Instituts, die auch hier, also die nicht bei uns direkt gemacht wurde, aber bei iRights Lab, soweit ich weiß. Ich habe auch irgendwas beigetragen dazu, aber ich habe nicht das Cloud-Thema beleuchtet. Ich gehe davon aus, dass es schwierig ist, weil die Datenverarbeitung im Ausland und zwar im außereuropäischen Ausland stattfindet und das datenschutzrechtlich schon mal ein Problem ist, wenn da die Schülerdaten in irgendeiner Weise ja, ins Ausland wandern und man nicht unbedingt alle Einwilligungen einholen kann, weil man gar nicht genau weiß, was mit den Daten alles gemacht wird. Also das ist eher ein datenschutzrechtliches Problem. Ansonsten gilt für diese Systeme letztlich das Gleiche wie für diese Intranet-Sachen. Es kommt immer nur darauf an, wie viele Leute haben darauf Zugriff? Und wenn dieser Zugriff nicht effektiv begrenzt ist auf die Gruppe, die das darf, also sprich zum Beispiel die Klasse, es gibt ja diese Privilegierung für Klassensätze, dann ist man sofort in diesem Bereich der Urheberrechtsverletzung. Und inwiefern das dann sichergestellt werden kann mit dem Cloud-System, bin ich nicht ganz sicher, hängt auch vom System ab. Aber diese Datenverarbeitungsfrage ist schon mal datenschutzrechtlich problematisch. Ich meine, es wäre auch vorgekommen im White Paper von Joranus Mehrholz und Kollegen, wie das mit der Cloud-Nutzung ist. Also da kann man auch nochmal gucken, vielleicht kann man das auch noch als Link verteilen. Ist auch ein sehr schickes und
ich glaube, zum zweiten Mal schon aktualisiertes Dokument zum ganzen Themenbereich. Ich habe hier mal so einen Special-Effekt eingebaut. Ich weiß nicht, ich vermute, du meinst dieses Dokument hier. Das ist Open Educational Resources für Schulen in Deutschland. Hier, jetzt bin ich nochmal in groß zu sehen. Das ist 2012 erschienen und 2014 aktualisiert worden. Nochmal zweite Frage, die erwähnte Studie zum Thema Cloud-Dienste, die du erwähnt hast von iROIDS, kannst du dazu noch Näheres sagen, Titel, oder ist die schon erschienen, ist die online verfügbar? Ich glaube, es hieß Mobile Learning, also es ging vor allem um Mobilgeräte und wie man Mobilgeräte im Unterricht einsetzen kann und ob und also was so die Rechtslage ist auch. Also das ist jetzt keine dezidierte rechtliche Studie, sondern das deckt alles Mögliche ab, auch technische Aspekte. Und da könnte auch noch was drin zu finden sein. Ich habe es jetzt gerade nicht, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, ob es so ist, aber das wäre so ein Punkt, wo man mal nachschauen kann. Ist sowieso ein interessanter Bereich, wie das mit den Devices ist. Also weil die ganzen Schülerinnen und Schüler haben ja heute auch Devices und die Studenten und Studentinnen natürlich sowieso. Das heißt, auch dieser Bereich, die Frage, was kann ich mit welchen Geräten über, wie kann ich die Geräte der Leute auch mit einbauen in den Unterricht, das steht da auch mit drin. Während wir miteinander sprechen, laufen auch in unserem Diskussionschannel ganz viele Link-Tipps ein, unter anderem auch das eben erwähnte White Paper von Collaboratory. Das ist genau als PDF. Es gab es, glaube ich, auch mal in einer Peer-Review-Fassung, aber es ist auf jeden Fall online frei verfügbar, auch kostenfrei verfügbar. Also schon mal vielen Dank für die Links, die wir im Anschluss auch nochmal in einem Artikel zusammenfassend auf werkstattbpb.de veröffentlichen werden. Ist nur das Cover, heißt es hier zu dem einen Link, okay. Dann würde ich aber mal die dritte User-Frage reinholen, die uns auch ganz kurz vor dem Web-Talk zugespielt worden ist, deswegen hoffe ich, John, dass du da auch drauf antworten kannst. Was ändert sich für Schulen durch die neuen EU-Datenschutzrichtlinien? Die sind ja noch gar nicht wirklich in Kraft, also insofern ist das jetzt schwierig zu beantworten, wenn ich jetzt den Endstand wüsste. Also zumindest ist das mein Kenntnisstand. Insofern kann ich da leider, glaube ich, jetzt nichts Sinnvolles zu sagen. Da könnte irgendwelche Mutmaßungen anstellen. Das ist ja vielleicht nicht Sinn der Sache. Dann würden wir die Frage mal zurückstellen und in den Pool aufnehmen der Fragen, die wir dann später nochmal versuchen ausführlicher zu beantworten, also anschließend schriftlich auf werkstattbpb.de. Und ich ziehe mal eine nächste, auch etwas Frage zu einem neuen, sag ich mal, Themenkomplex. Wir kommen nochmal zu Fragen aus dem schulischen Bereich. Großes Thema war auch Fotos teilen oder Grafiken in jeder Form, Screenshots. Und da wäre die erste Frage, müssen Vorschaubilder, die sich beispielsweise bei Link-Postings auf Facebook und Co. automatisch ziehen, einen sichtbaren Lizenzhinweis beinhalten? Das ist auch eine spannende Frage für alle Online-Journalisten. Oder reicht es, wenn der Lizenzhinweis auf der dahinter verlinkten Seite gesetzt ist? Ja, das ist so ein Klassiker, oder vielmehr in letzter Zeit entwickelt es sich zu einem Klassiker, diese Frage Social Media Previews. Das ist ein bisschen schwierig, denn wahrscheinlich zielt die Frage ab auf per Lizenz freigegebene Bilder und auch da muss man ja die Lizenzbedingungen beachten und die beinhalten meistens, dass man die Lizenz angeben muss. Da würde ich eher davon ausgehen, dass das nicht reicht, wenn es dahinter verlinkt ist, einfach weil man nicht erkennen kann als Besucher der Social Media Profils oder wo auch immer das dann auftaucht, dass dahinter diese Lizenzinformation steckt. Also dass ich da klicken kann und das dann sehe. Deswegen, man kann durchaus eine Lizenzinfo hinter einem Link, hinter also ein oder zwei Klicks maximal sozusagen weiter hinten anbringen, aber nicht, wenn man es überhaupt nicht sieht. Also wenn man gar nicht sieht, dass da ein Link ist und man jetzt sagen kann, ja, das sieht doch jeder, dass man auf das Bild klicken kann und sieht dann was. Da wäre ich eher skeptisch. Also ich glaube, es geht so nicht und das Gleiche gilt allerdings natürlich für alle Lizenzen, die es geben kann, nicht nur für freie Lizenzen, aber da ist es ganz klar eine Bedingung, an die man sich halten muss.
Also wäre hier die Empfehlung sozusagen Verzicht auf fremde Bilder, müsste man ja sozusagen eigene Bilder nehmen, um total sicher zu sein, oder eben Anbringen eines entsprechenden Hinweises, was dann auch unschön sein kann oder die Kreativen unter uns herausfordert, ja, wie eine Art Bauchbinder, ne? Oder so wie das das Bundesarchiv hat, eine Art Wasserzeichen oder so, was sozusagen nicht gelöst werden kann vom Bild. Ja, genau, also die, was jetzt eben nochmal als Frage reinkam, das mit dem Alt-Tag in HTML eingebundenen Bildern ist auch so eine Sache. Das Alt-Tag ist gar nicht nach jeder Sicht, nach jeder Technik sichtbar. Also je nachdem, was ich für ein Endgerät habe. Es gibt zum Beispiel diese Mouse-Over-Funktion. Da wird immer gesagt, ja, ich tue den Lizenzhinweis in das Mouse-Over, aber es gibt diverse Geräte, wo es überhaupt keinen Mauszeiger gibt. Also die ganzen Tablets können meines Wissens überhaupt keinen Mouse-Over anzeigen und damit ist es wieder verloren. Das Gleiche würde ich beim Alt-Tag sagen, man muss da letztlich das Offensichtliche wählen und nicht irgendwas Verstecktes, was man wissen muss, bevor man es überhaupt finden kann. Und zudem, ja, also die Empfehlung ist letztlich, wenn es zum Beispiel wie bei Facebook diese Funktionen, diese Sharen gibt und man das Vorschaubild abstellen kann, also wenn man sagen kann, hier, guckt euch mal diese Seite an, das ist ganz toll und dann zieht das System automatisch auch die Bilder, dann kann man ja üblicherweise sagen, nein, Bilder bitte nicht. Das wäre die sauberste Version, das zu machen. Und natürlich, was du gesagt hast mit der Bauchbinde ins Bild rein, aber das ist sehr aufwendig, das kann man natürlich machen als Institution wie Bundesarchiv. Aber das kann ein normaler Nutzer schon gar nicht im Rahmen von mal eben bei Facebook was teilen machen. Das natürlich nicht. Das Weglassen eines Fotos zu einem Post ist natürlich dann wieder so aus ja, Reichweiten und Wirkungssicht etwas unbefriedigend für den einen oder anderen. Also weil wir merken eben auch, ne, wenn es ein Foto zu dem Post gibt, ist das natürlich, generiert das deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ich würde dann mal zur nächsten Frage gehen. Jetzt muss ich hier Also selber was kurz ein vielleicht bei kleines Fotos, bisschen. wenn es um Ja? Reichweite, Miriam? Hm? Wenn es um Reichweite geht und es unbedingt ein Foto sein muss und man selber noch wählen kann, welches Foto das ist. Ja, also worüber ich eben sprach, natürlich, man findet irgendwas vor und leitet es weiter. Dann muss man ja nehmen, was da ist und dann ist im Zweifel das mit der Lizenz so ein Problem. Aber wenn ich selber noch auswählen kann, welches Foto ich denn nehme, dann kann ich mich ja versuchen auf ganz, ganz freigegebene Fotos zu stürzen. Das heißt, ich gehe zu einer Quelle, wo ich relativ sicher sein kann, in der Datenbank sind völlig rechtefreie Bilder. Und die kann ich dann natürlich auch in dieser Weise für die Reichweite einsetzen. Aber das ist eben, das ist natürlich viel weniger an Bildern, als es sonst so gibt im Netz. Das meiste ist eben nicht ganz freigegeben. Aber das ist so ein Weg, wenn es darum geht. Zu völlig rechtefrei, vielleicht für alle, die noch nicht so viel mit Lizenzen und der Freigabe von Schutzrechten zu tun haben, kannst du dazu noch einen Satz sagen? Also wo findet man die, woran erkennt man die? Naja, man erkennt die nur daran, dass jemand auf dem Portal oder auf der Hosting-Plattform, wo die sind, sagt, dass sie rechtefrei seien. Ja, das ist jetzt auch nur natürlich eine Aussage, die kann auch mal im Einzelfall nicht richtig sein. Ansonsten findet man sie eben indem man diese Sites abgibt. Ich meine, Pixabay hätte viele ganz freigegebene Bilder. Also da gibt es diverse, da muss man ein bisschen sich das richtige Portal raussuchen, wo auch dann der richtige Schwerpunkt an Motiven und so weiter ist. Es ist nicht so, dass man zum Beispiel auf Wikipedia gehen kann und einfach von der Wikipedia aus den Wikimedia Commons alles rausziehen kann, denn das ist nicht rechtefrei zum großen Teil. Manches ja, vieles ist aber mit so einer Lizenz versehen, statt völlig freigegeben. Und insofern, also es gibt so spezialisierte Portale, die das anbieten. Vielleicht nochmal, gerade weil du Wikipedia gesagt hast, da lohnt es sich auf jeden Fall immer ganz bis nach unten zu scrollen. Da kommen dann meistens noch relativ ausführliche Lizenzangaben und das ist auch von unterschiedlicher Qualität, ne? Also manchmal, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war vielleicht zum Beispiel dieses Kürzel CC0, wäre ja eine so eine Variante. Wenn sowas mal bei einem Bild steht, dann kann man sich, also dann ist das ein Genau. freigegebenes Bild. Genau. Oder Genau, PD, ne? das findet Müsste man dann häufig.
PD oder CC0, das findet man auf Wikimedia Commons auch. Also es gibt da durchaus ganz freigegebene Bilder, aber es ist längst nicht jedes Bild, was da zu finden ist, so frei. Und auch diese völlige Freigabe funktioniert in der Praxis nur wirklich für Bilder und Texte und nicht, ganz definitiv nicht für Musik. Also wenn ich jetzt irgendwelche Soundbeispiele und seien es nur Aufnahmen, die jetzt keine Musik sind, sondern Tierstimmen oder sowas, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn selbst wenn eine völlige Freigabe passiert ist, kann trotzdem durch eine Verwertungsgesellschaft kassiert werden, weil es so eine gewisse, weil es eine Vermutung gibt, dass die Sachen nicht freigegeben sind. Und diese Vermutung muss man erstmal aufwendig entkräften für jedes einzelne Musikstück. Das ist sehr schwierig in der Praxis. Also das mit den völligen freigegebenen Inhalten, das bezieht sich vor allen Dingen auf Bilder und auf Texte. Wir werden, wenn wir durch unsere User-Fragen alle durchkommen, auch nachher nochmal zu einer Audio-Frage kommen. Ich würde kurz nochmal beim Thema Bilder, Fotobearbeitung bleiben wollen. Wir haben hier eine Frage, auch ein relativ typisches Problem, und da sind wir auch mittendrin in den Lizenzen. Sind Zuschnitte von Bildern für Vorschaubilder, Teaserbilder oder sonstige Veröffentlichungen erlaubt, auch wenn die Bildlizenz eine Bearbeitung untersagt? Da müsste man vielleicht kurz für die, die diese Frage nicht gestellt haben, erklären, was ist mit einer Bildlizenz gemeint, die eine Bearbeitung untersagt? Und genau, dann wäre natürlich die Beantwortung der Frage spannend. Genau. Ja, das zielt wahrscheinlich ab auf Lizenzen wie auch von Creative Commons, die in so verschiedenen Varianten kommen, in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder Modulzusammenstellungen, wie auch immer man das nennen will. Da gibt es manche Lizenzen, die erlauben letztlich Weitergabe alles durch die Welt verschicken und auch bearbeiten. Und dann gibt es ein paar Lizenzen, die sind eingeschränkt, die erlauben die Bearbeitung ausdrücklich nicht. Und dann richtet sich das einfach nach dem, was das jeweilige lokale oder nationale Urheberrecht vorsieht. Und nach dem deutschen Urheberrecht ist es in der Regel so, dass schon das Zuschneiden eines Bildes eine Bearbeitung darstellt. Und dann damit ist es dann automatisch durch diese Lizenz nicht erlaubt. Und insofern, ja, also wenn ich das Bild zuschneide oder wenn ich die Farben ändere oder ja, dann arbeite ich bereits und dann sollte ich mir lieber ein Bild nehmen, was mit einer Lizenz freigegeben ist, die das erlaubt und eben nicht, wenn diese Lizenz das nicht erlaubt. Kannst du vielleicht nochmal ein Beispiel für so eine Lizenz sagen, die die Bearbeitung erlaubt? Gibt es ja so komplexe Kürzel, zum Beispiel wenn es um die Creative Commons Lizenzen geht. Kannst du die nochmal nennen, welche das wäre? Ja, also es ist eher umgekehrt. Also die Lizenzen, die das nicht erlauben, die keine Bearbeitung erlauben, die haben dieses Kürzel ND im Titel für No Derivatives. Das ist also aus dem englischen Sprachraum. Und alle anderen CC-Lizenzen erlauben Bearbeitungen. Das heißt, ich kann das Bild oder den Text bearbeiten und in dieser bearbeiteten Form wieder irgendwo nutzen, veröffentlichen und so weiter. Gut, dann schon mal vielen Dank dafür. Vielleicht noch ein zweiter Tipp, also da ich auch ganz oft mit Fotos arbeite und wir das Problem auch kennen und wir dann eben auch versuchen zu vermeiden, Fotos mit diesem Kürzel ND gar nicht erst verwenden. Es gibt, wenn man jetzt CC-Lizenzen nimmt, ist ja hinter jeder CC-Lizenz ein kurzer Vertrag hinterlegt. Und wenn man sich den mal 2, 3, 4 Minuten in Ruhe anguckt, sind da ja auch jeweils Links hinterlegt, was als Bearbeitung gilt. Das unterscheidet sich meiner Meinung nach auch je nach, wie sagt man immer, nach Version, ne? Also es gibt ja 2.0 und 3.0 und so weiter. Und da gibt es meiner Meinung nach auch Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du dazu nochmal was sagen kannst, John. Also macht das zum Beispiel einen Unterschied? Eigentlich nicht. Also was sie unterscheidet, ist, glaube ich, nur die, also es wurden später diese Erläuterungskästchen eingefügt, die so Beispiele nennen. Aber das richtet sich in allen Versionen im Grunde immer nach dem jeweiligen nationalen Urheberrecht. Und das ist in Deutschland halt so, wie es ist. Das heißt, es wird zum Beispiel auch das Unterlegen eines Videos mit Musik wird als Bearbeitung gesehen bei uns. Es gibt andere Länder, da ist es nicht so, da gilt das dann eben nicht als Bearbeitung und dann ist es auch von der Lizenz nicht untersagt. Also das geht dann immer so mit sozusagen. Und der Vertrag ist leider gar nicht so kurz,
der sich da verbirgt. Das ist leider so, das geht nicht anders. Also, wenn man sich da ganz durchklickt, sind da schon einige Seiten, die man dann lesen muss. Das war jetzt also die 2, 3, 4 Minuten ein bisschen euphemistisch, sollte ermutigend sein, aber da kommen wir erst zum Schluss hin zu den Ermutigungen. Ich würde mal die nächste User-Frage reinholen. Die lautet auch so eine, glaube ich, relativ typische Frage, ob Screenshots urheberrechtlich geschützt sind. Ich habe die jetzt hier schon mal reinkopiert für alle. Oder darf ich sie Ja. ohne Auflagen veröffentlichen? Hier steht auch zum Beispiel in Printmedien. Und wie verhält es sich mit der Verwendung von Screenshots von Online-Videos zur Veröffentlichung auf einer, und jetzt taucht das schwierige Wort, nicht kommerziellen Webseite und in Unterrichtsmaterialien zum Download? Also da stecken viele, viele Varianten und Fragen drin. Vielleicht kannst du auf die ein oder andere eingehen, John. Ja, also Screenshots sind ja Standbilder. Da hängt es davon ab, was man sieht. Wenn man jetzt nur beispielsweise die Oberfläche vom Grafikprogramm sieht, diese Teile sind üblicherweise, die Programmoberfläche selbst ist üblicherweise nicht als urheberrechtlich geschützt anzusehen, oder zumindest ist das, glaube ich, die verbreitete Meinung. Aber was in dem Programm gerade geöffnet ist, kann ja zum Beispiel ein Bild sein. Dann ist natürlich das Bild sozusagen mit fotografiert oder gescreenshottet. Das gleiche gilt, wenn ich aus einem Video ein Standbild nehme. Das ist genauso geschützt urheberrechtlich wie das ganze Video. Das heißt, von dem Video ist nicht nur die laufende Version geschützt rechtlich, sondern auch jedes einzelne Standbild. Und insofern, ja, das ist also je nachdem, was man da sieht. Okay, jetzt war hier noch die Frage nach in Printmedien und nicht kommerzieller Website oder Unterrichtsmaterialien zum Download. Gibt es da nochmal irgendwelche signifikanten Unterschiede, die zu beachten sind? Nee, also die Art, das Medium, wo es hinterher landet, macht keinen Unterschied, ob Print, online oder im Radio, das ist alles, also da gibt es nichts, was urheberrechtlich egal wäre, sondern das ist dann alles nicht erlaubt, wenn ich das Bild selber nicht vervielfältigen darf. Also Radio bei einem Bild macht wenig Sinn, aber ne, also das Medium ist im Grunde egal. Und auch, ob die Seite kommerziell ist oder nicht, hat erstmal für die Verletzung, die Frage der Rechtsverletzung, keinerlei Relevanz. Es kann dann höchstens relevant werden, wenn es darum geht, welcher Lizenzschaden ist da entstanden und welcher Schadensersatz muss da geleistet werden. Da könnte es mal was ausmachen, ob das eine kommerzielle Seite ist oder eine Seite von einem gemeinnützigen Verein. Und genau, also Download ist üblicherweise eine zur Verfügungstellung, also ein öffentliches zugänglich machen, und ist eine eigene, ganz klar ein eigenes Recht, was nur dem Urheber vorbehalten ist. Und dann darf man eben auch den Download nicht anbieten. Hier ist jetzt noch eine Frage reingekommen, wie müsste ein Lizenzhinweis bei Screenshots aussehen? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon da. Genau wie bei anderen Nutzungen oder anderen, ja, weiß nicht, also wenn ich den Film habe und der verlangt einen bestimmten Lizenzhinweis, dann muss ich den entsprechend auch bei jedem einzelnen Screenshot zum Beispiel anbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemeint war mit der Frage. Und dann kam noch die Frage rein und ein Screenshot von diesem Stream. Ich weiß nicht, ob ich autorisiert bin, das zu beantworten als Nicht-Juristin. Ich würde jetzt sagen, da wir bei Werkstatt alle eigenen Beiträge unter CC BY-SA veröffentlichen, würde ich denken, ist das noch einfacher als einfach, oder? John, du kannst mir gerne widersprechen. Und Screenshots haben wir jetzt gerade gehört. Naja, also genau, also ihr habt, wenn ihr da eine Lizenz dran macht, ist das natürlich schon mal ganz schick, aber natürlich noch toller wäre es, wenn ihr das ganz freigeben würdet und man überhaupt nichts beachten muss, dann wären die Leute natürlich, hätten es noch einfacher. Aber ja, man kann auch genauso diesen Stream hier dann entsprechend lizenzieren, wenn man will. Ich würde jetzt noch eine neue Frage reinholen wollen. Das ist auch eine gar nicht so untypische Frage, weil immer mehr Schulen Schulhomepages nutzen, auch um sich selbst darzustellen, zu präsentieren. Die Frage ist, gibt es einen besonderen Schutz, wenn Fotos von Minderjährigen, also Schülerinnen unter 18 Jahren, online gestellt werden, zum Beispiel auf die Schulhomepage? Wessen Erlaubnis über das Bild Urheberrecht muss eingeholt werden? Da
Kannst du vielleicht noch mal was erzählen, welches Recht ist da eigentlich wirksam und genau. Ja. Also das Urheberrecht ist ganz normal, das Urheberrecht des Fotografen, das ist immer der oder der Fotografin, das ist immer die Person, die das Bild macht, hat erstmal das Recht und die muss gefragt werden. Wenn jetzt hier von Schülerin unter 18 Jahren die Rede ist, dann ist wahrscheinlich ja gemeint das Persönlichkeitsrecht dieser Schülerin. Also das ist was anderes, das hat mit dem Urheberrecht überhaupt nichts zu tun, sondern sowohl der Fotograf oder die Fotografin muss die Schülerin vorher fragen, als auch die Schule, die hinterher, die das Bild dann nutzen will, die es dann auf ihre Homepage stellt. Und in dem Fall, wenn es jemand unter 18 ist, dann müssen die Erziehungsberechtigten in der Regel mit zustimmen. Das heißt, man hat diese sogenannte Doppelzuständigkeit, dass sowohl der Minderjährige, die Minderjährige, als auch die Eltern zustimmen müssen. Und wenn einer von beiden Gruppen oder die Eltern oder das Kind oder die Jugendliche das nicht will, dann ist diese Erlaubnis eben nicht vorhanden. Das hat aber mit dem Urheberrecht an dem Bild selber nichts zu tun. Hier kam eben noch die Frage, wenn man Links zu Bildern per Mail verschickt, ob man dann schon ein Urheberrechtsproblem hat. Nein, hat man nicht, zum Glück. Also noch nicht, wer weiß, was sich noch in den nächsten Jahren tut, aber nach der derzeitigen, ja, dem derzeitigen Stand sind Links keine urheberrechtliche Nutzung. Und damit kann ich dir verschicken. Dann nochmal kurz bei dem Foto- und Schulhomepage-Problem geblieben. Welchen Einfluss hätte es, wenn eine öffentliche bzw. nicht öffentliche Veranstaltung an der Schule ist und Fotos gemacht werden? Wie dürfen diese Fotos verwendet werden? Auf soziale Netzwerke hochladen, Schulwebsite, Flickr, darf ich Fotos von öffentlichen Veranstaltungen hochladen und nicht öffentlichen nicht hochladen? Tendenziell ja, also tendenziell ist das so, dass die Veranstaltung, wenn sie öffentlich ist, anders behandelt wird, als wenn sie nicht öffentlich ist. Aber das hängt so ein bisschen davon ab, letztlich, ob damit zu rechnen war, also ob für die Teilnehmer der Veranstaltung damit zu rechnen war, dass Fotos gemacht werden überhaupt und dass die hinterher auch veröffentlicht werden. Das ist ein bisschen einzelfallabhängig. Da gibt es so eine relativ umfangreiche Kasuistik zu, in welchen Fällen das so ist, in welchen Fällen das nicht so ist. Da kann man schlecht eine pauschale Aussage zu treffen. Was immer hilft, ist, wenn man einen entsprechenden Hinweis an prominenter Stelle, am Veranstaltungsort anbringt, der sagt, hier werden Bilder gemacht, die sollen auch veröffentlicht werden. Das ist ja jetzt kein Freifahrtschein, aber dann hat man eine bessere Ausgangsposition, hinterher zu sagen, also die Teilnehmer der Veranstaltung wussten aber, dass da Bilder gemacht werden und jetzt können sie nicht hinterher sagen, ich will aber aus allen Bildern entfernt werden. Und vielleicht kannst du noch mal Also was sagen, ansonsten, also genau, zu den sozialen Netzwerken, Schulwebsite, das ist eigentlich völlig unerheblich, das ist für eine Veröffentlichung. Und ist sozusagen alles erlaubnispflichtig. Ich muss also für alles eine Erlaubnis haben, ob es jetzt im Social Media ist oder bei Flickr oder auf der Schulwebsite, das macht da keinen großen Unterschied. Und kannst du noch mal etwas sagen, ab wann gilt eine Veranstaltung als öffentlich? Also wir haben jetzt hier auch noch mal den Spezialfall anscheinend Raum Schule. Du hast schon gesagt, für die Teilnehmenden muss es erkennbar sein. Kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen? Also ja, dass die Erkennbarkeit, wie gesagt, da gibt es diese oder diese Erwartbarkeit der Nutzung von Fotos, da gibt es diese etwas komplizierte, uneinheitliche Rechtsprechung zu. Ansonsten, also der Öffentlichkeitsbegriff ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Urheberrecht und dem Persönlichkeitsrecht oder der Nutzung von der Einwilligungsfrage, wenn jetzt die Leute abfotografiert werden. Das heißt, also der Öffentlichkeitsbegriff bei diesen Veranstaltungen ist etwas weiter. Das heißt, ich habe früher eine öffentliche Veranstaltung, als ich sie beispielsweise im Urheberrecht habe. Also man kann sagen, wenn jeder Zugang hatte grundsätzlich und jeder sich, also wenn zum Beispiel Karten verkauft wurden, aber jeder die kaufen konnte, das ist dann öffentlich. Wenn sich die Leute untereinander auch nicht aus dem Schulkontext irgendwie kennen, sondern wenn da wirklich Wildfremde mit auf der Veranstaltung sind, das sind alles Indizien dafür, dass es eine öffentliche Veranstaltung ist. Und auch wenn sie zum Beispiel öffentlich beworben wird, wenn also plakatiert wird, dann ist das klares Indiz dafür, dass das öffentlich ist.
Ich würde sagen, die Userfrage, wie kann man auf Veranstaltungen ohne Anmeldung die Erlaubnis einholen, Bilder zu machen und zu veröffentlichen, haben wir eigentlich schon so ein bisschen mit abgedeckt. Du hast gesagt, an prominenter Stelle einen Hinweis anbringen. Wir haben jetzt nämlich nur noch, sag ich mal so, 3 Minuten, wenn es hochkommt, Zeit. Ich habe noch 2 Fragen, in denen es sozusagen um das Ende der Kette geht. Also was passiert denn jetzt eigentlich bei einem Verstoß gegen das Urheberrecht? Da gibt es zum Beispiel einmal die Frage, ich hole sie hier auch parallel mal rein, wer kümmert sich überhaupt um Verstöße gegen das Urheberrecht? Wird man dann von der Polizei verfolgt? Wer ermittelt Polizei und welche Strafen können folgen? Ja, also theoretisch könnte die Polizei, oder es ist ja die Staatsanwaltschaft, die Polizei ist ja nur sozusagen Handlanger der Staatsanwaltschaft in dem Fall. Theoretisch kann die Staatsanwaltschaft Urheberrechtsverletzungen verfolgen. In der Praxis tut sie das aber nur, wenn es sich um organisierte Kriminalität handelt, also wenn das Ganze auf einem Niveau abläuft, wie etwa bei Kino.to, also wenn wirklich im großen Stil Urheberrechtsverletzungen zum Geschäft gemacht werden. Der einzelne Nutzer, der hat definitiv keinerlei Strafrecht und keinerlei Polizei zu fürchten, sondern was dann kommt, sind zivilrechtliche Maßnahmen. Das heißt, man kann abgemahnt werden, das ist ja auch weithin bekannt. Und man kann auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, also verklagt werden zur Not. Wenn man nicht bezahlt, dann kann man irgendwann zu Gericht gehen und dann so kann der verletzte Urheber sagen, ich will jetzt einen Lizenzschaden geltend machen von XY Euro. Und dann wird das über das Zivilgericht laufen und über Anwälte typischerweise. Und wie hoch dann der Schaden jeweils ist, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Das hängt davon ab, was hat man für ein Medium, also was für eine, hat man Bilder aus Versehen genutzt, die man nicht nutzen durfte, oder einen Text oder Musik. Also bei Musik gibt es beispielsweise relativ klar gestaffelte Tarife, dann richtet sich das nach den Tarifen, was man hinterher bezahlen soll. Bei Bildern gibt es das zwar auch, aber nicht ganz so verbindlich. Bei Texten gibt es das fast gar nicht. Und so ist es dann im Einzelfall, muss man gucken, was da an Schaden entstanden ist. Und dann geht es auch noch darum, ist das eine kommerzielle Nutzung gewesen oder war das im Privatbereich irgendwie? Das sind alles so Faktoren. Wir hatten dazu auch noch eine 2. Frage, wie hoch sind die Ansprüche des Geschädigten bei einem Verstoß gegen das Urheberrecht? Es ist vielleicht auch wie du sagst schon, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Gibt es denn da irgendwie Seiten, wo man sich Vergleichsfälle angucken kann? Hättest du da noch einen Tipp? Seiten, so ich sage mal Seiten. Im Internet. Kann auch Buchseiten sein. Mir fällt jetzt gerade keine ein, wo man jetzt diese verschiedenen Medienarten irgendwie mal übersichtlich sehen würde, eben weil es sehr einzelfallabhängig ist und auch davon abhängt, in der Praxis wird vieles einfach im Wege der Verhandlungen sozusagen, da wird eine Einigung getroffen. Die wird dann häufig gar nicht veröffentlicht, also man weiß gar nicht genau, worauf sich dann der Geschädigte und der Schädiger irgendwie geeinigt haben. Darum gibt es wenig sowas. Es gibt für Fotonutzung gibt es diese sogenannten MFM-Richtlinien, wo diese Tarife drinstehen, wo ungefähr, also steht, wenn das im öffentlichen Internet war, welche Reichweite, wie lang war es da, das Bild und was es dann kostet. Aber die MFM-Richtlinien sind auch nicht frei verfügbar, soweit ich weiß, sondern die muss man dann beim entsprechenden Verband der Fotografen bestellen. Also das ist alles etwas schwierig für jemanden, der keinen Zugang zu diesen Materialien hat. Ich würde mal, da die Zeit sehr vorangeschritten ist, die ersten bedanken sich schon, was ich sehr nett finde, eine letzte User-Frage noch hier einlaufen lassen und die ermutigenden Broschüren können wir gegebenenfalls auch im Artikel nachreichen. Die letzte User-Frage heißt, auf Seiten wie mixcloud.com kann man eigene Musikzusammenstellungen, etwa Radiosendungen oder DJ-Sets hochladen, sodass andere Nutzer sie sich als Stream anhören können. Ist das rechtlich unbedenklich? Also als User bin ich ja immer sehr dankbar, wenn jemand etwas für mich aufgezeichnet hat, was ich mir hinterher anhören kann. Wie ist das aber für denjenigen, der das produziert hat? Genau, also ich gehe jetzt mal davon aus, das sind Radiosendungen, die man aufgenommen hat. Also so klingt das jetzt. Man kann natürlich jederzeit selbst eine Radiosendung machen. Ja, dann kann man natürlich damit machen, was man will. Wenn man die Radiosendung aufgenommen hat, darf man sie nicht für jeden zugänglich irgendwo hochladen. Was man machen kann, wenn es geschlossene Systeme sind, wo man nur an seine besten 5 Freunde das weitergeben kann, also wenn das so begrenzbar ist, dann kann das mal
zulässig sein, aber da, auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Also würde ich eher sagen, also eher die Finger von sowas lassen und weil man eben als Uploader sehr viel schneller in der Rechtsverletzung ist aus Versehen, als wenn man sich das nur anhört dann zum Beispiel. Also die Leute, die sich den Stream dann anhören, sind im Zweifel fein raus, die müssen da sich keine Gedanken machen, aber jemand, der das hochlädt, dann eben schon. Dann haben wir noch vielleicht Zeit für ein oder zwei Tipps von dir und dann würde ich noch einen Tipp für morgen loswerden wollen für einen weiteren Chat. Also wir sind jetzt im Themenblock 3 Ermutigung. Ermutigung, genau. Ich hatte vorhin Matthias so ein paar Sachen rübergeschickt, Links. Also es gibt tolle Projekte, es gibt im Moment auch politische Bewegungen, politisch bewegt sich was so rum im Bereich Bildungsmaterialien, weil das war ja der Ausgangspunkt. Du hattest schon erwähnt, dieses Papier der Bund-Länder-Gruppe, Arbeitsgruppe zum Thema. Es organisieren sich auch die NGOs, wie man sie so schön nennt, für solche Materialien im Bündnis Freie Bildung, nicht zu verwechseln mit dem Bündnis für Bildung, was von Microsoft und Co. gestartet wurde. Das Bündnis Freie Bildung hat sich formiert und da passiert also was und das kann den Leuten vielleicht auch Mut machen. Ansonsten kann ich immer nur dazu aufrufen, sich zu vernetzen und mit Leuten auszutauschen. Es gibt Plattformen, die einem Hilfestellung bieten, wenn man Materialien sucht, also EduText zum Beispiel. Das sind tolle Sachen und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und mit Kollegen, Kolleginnen spricht, dann kann man schon schöne Sachen machen. Also es ist zwar da nicht das Paradies ausgebrochen, aber es ist schon es gibt schon tolle Sachen. Also dann abschließend vielleicht auch von mir nochmal der Tipp oder ich will es haptisch nochmal zeigen, damit wir auch so ein analoges Element haben. Es gibt wirklich schöne Anknüpfungspunkte zu unserem heutigen Thema Teilen und Urheberrecht in genau diesem Collaboratory Paper. Da gibt es auch einen eigenen Abschnitt zum Urheberrecht an Schulen. Also ganz großer Tipp ist auch nur so 3, 4 Seiten, also jetzt mal nicht online. Und das lässt sich dann wirklich, glaube ich, in 3, 4 Minuten lesen. Genau. Und alle weiteren Links, die jetzt hier, alle, die im Chatroom sind, gerade über meinem Kopf schweben sehen, packen wir noch auf unsere Werkstatt BPB-Seite in einen Artikel für alle, die es nochmal nachlesen, klicken, selber lesen wollen. Und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei John Weizmann bedanken für die 1 Stunde kompaktes, sehr konkretes Beantworten vieler Userfragen. Wir werden mal gucken, inwiefern wir dieses Format fortsetzen können, weil hier parallel auch noch weitere Fragen eingelaufen sind. Vielen Dank, John, an dich. Vielen Dank an alle, die zugeguckt haben und sich hier mit eingeschaltet haben. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.